Hallo Leute, Frank hier von Eugonix Gaming jetzt. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, wir sind von Fab Games zu Eugonix Gaming gewechselt. Und heute hier mit dem zweiten Video meiner YouTube-Serie über Ingame-Leaden. Und heute befassen wir uns mit dem Thema Standardaufbau und generell eine Spielidee, die man braucht. Und weil wir letztes Video habe ich ja schon Cache als Beispiel genommen, deswegen mache ich jetzt einfach hier mal weiter auf Cache. Und ja, also auf jeder Map sollte man einen Standardaufbau haben, hat man auch, denke ich, überall. Und warum ist der Standardaufbau so wichtig? Weil man kann ja nicht einfach direkt einen Go spielen, ohne Informationen zu haben, wie die Gegner spielen. Deswegen möchte man im Standardaufbau so viele Informationen wie möglich über den Gegner sammeln können. Und da ist es auch wichtig, dass jeder Spieler auf seiner Position so viele Informationen wie möglich sammelt und weitergibt an den Ingame-Leader, damit er auch diesbezüglich eine Entscheidung treffen kann, was man denn generell spielen kann. Auf Cache machen wir jetzt mal, das ist alles nur beispielhaft, sagen wir mal 2 vor B, einen, der sich so Mitte kümmert, und 2 vor A. Vielleicht eine Tür, vielleicht zwei auch Main, mal, wie man möchte halt, ne? Und man hat quasi die Leute hier, die Main abdecken, vielleicht einer Anti, vielleicht einer hinten, oder einer Main und einer Tür, und man deckt zum Beispiel erstmal nur ab. Man hat eher einen passiveren Standardaufbau, weil man erstmal gucken möchte, hey, spielen die CTs offensiv. Zum Beispiel in der ersten Equip ist das eine gute Idee, einfach mal erstmal defensiv zu spielen und vielleicht ein bisschen Zeit herzuschenken, aber nicht dumm in einen Offensiv-Move von CTs reinzurennen. Dann muss man aber auch direkt im Standardaufbau wissen, hey, wenn ich ihn jetzt so ansage und wir erstmal defensiver spielen und nicht groß auf Picks gehen, braucht man auch eine Idee, was man dann macht, wenn man keinen Pick bekommt, wenn die Gegner es nicht pushen und die CTs auch defensiv spielt. Und jetzt auf Cache wäre meine Grundidee, wäre dann, wenn man sagt, hey, wir aimen erstmal ab und es passiert nichts, dann lass uns doch erstmal die Mitte einnehmen. Um ein bisschen Raum einzunehmen, die Mitte ist relativ leicht als Terror einzunehmen auf Cache, weil es sehr, sehr schwer ist, als CT sie zu halten, besonders später in der Runde, wenn man weniger Granaten hat, wenn man zum Beispiel keine Smoke mehr für die Mitte hat oder der Booster nicht mehr gemolotowt ist, dann ist es relativ leicht als Terror in die Mitte einzunehmen. Und wenn man die Mitte hat, bieten einem ja, gibt es ja viel mehr Möglichkeiten, was man im Endeffekt in der Runde machen kann. Und außerdem ist es sehr wahrscheinlich, dass man Contact hat und vielleicht sogar den einen oder anderen Frag ziehen kann, während dass man die Mitte einnimmt. Das ist so die Grundidee, die man haben sollte im Spiel. Dass ihr euch Gedanken macht, hey, was ist unser Standardaufbau? Wie wollen wir das jetzt machen? Was ist unser Ziel in der Runde? Was machen wir, wenn die Gegner jetzt zum Beispiel B pushen? Gehen wir dann direkt A drauf? Nehmen wir B nochmal ein, etc.? Ihr müsst euch viele Gedanken machen, wie ihr euren Standardaufbau gestaltet und wie ihr zu bestimmten Szenarien reagiert. Und das ist eigentlich hauptsächlich dem Ingame-Leader seine Aufgabe. Aber im Standardaufbau quasi das Wichtigste ist eigentlich, dass alle 5 Spieler ein bisschen der Ingame-Leader sind. Weil zum Beispiel, wenn hier, wir haben jetzt immer hier einen Main und hier liegt eine Smoke, aber der hört ganz deutlich, dass, oder sagen wir so, aber der Türspieler hört hier, dass keiner gerade Y ist und aimt, dann könnte zum Beispiel der Main-Spieler einfach mal versuchen, hey, war gerade keiner aimt, was euch so einfach aus der Smoke zu schleichen oder sowas Dummes zu machen. Dementsprechend, das sind so kleine Entscheidungen, die muss jeder für sich selbst treffen können, dieses Risiko einzuschätzen, die Initiative muss von jedem der 5 Spieler selbst kommen, zumindest gegebenenfalls halt, wenn ihr euren Freiraum bekommt. Es gibt auch irgendwelche Leader, die das nicht so cool finden, die halt wirklich alles sehr, sehr strukturiert haben wollen. Das ist auch okay. Nur dann braucht man halt wirklich, muss man sich als Ingame Leader wirklich jedes Szenario durchdenken und auch ganz klar einen Plan haben von wegen, hey, jetzt passiert nichts, jetzt nehmen wir die Mitte ein, jetzt spielen wir einen A-Split, spielen wir einen B-Split, etc. Oder man, es passiert nichts, aber wir haben ein bisschen Info, wie die spielen. Hey, wir spielen jetzt einen Fake oder wir spielen jetzt unseren A-Go oder B-Go. Sowas in der Art und Weise. Dementsprechend sollte man sich als Ingame-Leader halt einfach einen Standardaufbau aussuchen. Jeden Spieler versuchen, in die seine bestmögliche Position zu stecken. Und dann einfach dementsprechend aus dem Standardaufbau heraus Sachen zu spielen. Man sollte zum Beispiel bei einem Go, den man gerne spielen will, nicht unbedingt 5 Spieler mit Smokes verbrauchen. Weil nach einem Standardaufbau vielleicht braucht man ja eine Smoke, um was einzunehmen. Oder vielleicht will man im Standardaufbau zum Beispiel hier VB hier Schachtgang einnehmen und man verwendet seine Smoke hier.
Dementsprechend sollte man da auch relativ variabel und flexibel sein mit seinen Goals, die man sich überlegt. Aber das ist noch ein anderes Thema, was ich im nächsten Video wahrscheinlich anschneiden werde, beziehungsweise das nächste Video wird wahrscheinlich um einige Szenarien gehen, um ein bisschen detaillierter auf das Ganze einzugehen, was man denn wann ansagen sollte. Und ja, das wäre eigentlich zusammenfassend, das Wichtigste ist, ihr braucht einen Standardaufbau, ihr müsst euch entscheiden, ob ihr als Team eher aggressiv, mit viel Freiraum, dass jeder Spieler so ein paar Moves spielen wollt, oder eher strukturiert, defensiver, und dass ihr halt eher als Team Sachen zusammen machen wollt und halt zum Beispiel die Mitte einnehmen oder ein Argo spielen. Das müsst ihr ja generell euch als Team entscheiden. Da muss jeder der fünf Spieler im Team muss sich mit dem Spielstil wohlfühlen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und euer Job als Ingame-Leader ist es halt quasi dann bei jeglichen Spielstil, den ihr habt, die Varianten zu haben und im Kopf zu haben, was man denn spielen kann, wenn das und das passiert. Und auf Cash, wie gesagt, ich habe schon erwähnt, das beste Beispiel ist einfach, wenn man keinen Frag bekommt oder gar nichts passiert, dass man erstmal die Mitte einnimmt, um ein bisschen Raum zu gewinnen. Und das wäre es jetzt auch schon für das Video. Sorry, dass es wieder so lange gedauert hat, aber durch die Organisationswechsel etc. war ich in letzter Zeit ein wenig im Stress. Ich schaue, dass ich das nächste Video ein bisschen schneller bringe über bestimmte Szenarien etc. Und ich wollte mich nochmal bedanken an alle Leute, die mir Kritik gegeben haben etc. Ich weiß, das sind jetzt nicht super krasse Videos mit mega viel Inhalt. Ich rede einfach nur ein bisschen darüber, wie ich so über das Ingame-Leaden denke. Da sind jetzt nicht bestimmte Taktiken dabei, aber es scheint ja trotzdem ganz gut anzukommen. Das freut mich sehr. Und ja, wäre schön, wenn ihr Feedback habt, einfach weiter Feedback da lasst und einfach, wenn es euch gefällt, ein Like da lasst oder abonniert, das würde mich freuen. Und ja, wir sehen uns, denke ich mal, beim nächsten Video. Haut rein.